A Treyarch Production. Treyarch. Activision Presents. Call of Duty Black Ops. Und damit auch gleich zum Let's Play von Call of Duty Black Ops. Wir spielen die Kampagne. Ja. Neues Spiel. Ich habe noch überhaupt nicht reingeschaut. So, was haben wir denn hier? Soldat. Sie haben Kuba erwähnt. Was ist in Kuba passiert? Ich glaube, wir nehmen mal Soldat. Das ist, glaube ich, eine normale. Fähigkeiten werden strapaziert. Das ist, glaube ich, nicht meins. Soldat oder Söldner ist immer so die Frage, aber ich glaube, ich mache diesmal Soldat. Aufwachen! Aufwachen! Wo bin ich? Wo ist Reznov? Sie werden unsere Fragen beantworten. Haben Sie verstanden? Wer zum Geier sind Sie? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, wer Sie sind. Arschloch! Wo wurden Sie geboren? Leckt mich! Ihr Name ist Alex Mason, geboren in Fairbanks, Alaska. 1961 gehörten Sie zu einer Gruppe von CIA-Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Wo ist die Sendestation? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Zahlen, Mason, was bedeuten Sie? Von wo aus werden Sie übertragen? Ich weiß nichts über irgendwelche Zahlen. Was ist mit Dragovic? Geben Sie uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Ja! Fangen wir von vorne an. Kuba 1961, die Schweinebucht. Wir wissen, dass Sie dort waren. Was Sie nicht alles wissen, was nicht. Wir nicht wissen. Там всех убили. Враг бесполезно, Мейсон. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Драгович. Ты помнишь Драговича? Кастро. Kann jemand von euch Russisch? Oder was ist das? Ich kenne mich ehrlich gesagt mit Sprachen nicht ganz so aus. Und anscheinend scheinen wir jetzt unsere Erinnerungen oder Vergangenheit nachzuspielen. Wenn das hier mal laden würde. Ja, ein schönes, fast sattes Schwarz. Ah, eher hellgrau, aber... Jetzt kommt er, ein satteres Schwarz. Die Polizei wird gleich hier sein. Machen wir schnell. Woods, lange nicht gesehen. Lange genug, Carlos. Kennst du Bowman? Carlos. Und das ist Mason. Was ist los, Carlos? Und hast du, was wir brauchen? Er wird hier sein. Auf der Plantage. Meiner alten Plantage. Unser Angriff auf den Flugplatz verschafft euch genug Zeit, einzudringen. Wie kommen wir wieder weg? Wir werden auf euch warten. Seht zu, dass ihr da seid. Ausgezeichnet. Wir haben Gesellschaft. Sacke los papeles. Ahora. Ah, nicht schön. Saldet aquí. Puta capitalista. Oye. Capitalista. Ich sagte, wo kommst du her? Cool bleiben, Woods. Abwarten. Ich rede mit dir. Okay. Unbequem. Alles ist bereit. Bereit machen, Jungs. Tut mir leid wegen der Bar, Carlos. Kein Problem. Meine Männer kümmern sich um die Leichen. Die Insassen steigen aus. Sie tragen Schrotflinten. Bowman, Carlos, Feuerschutz geben. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Gehen wir. Ich bin überfordert. Feind in der Gasse! Ja, stirbt er nicht. Scheiße. Bowman, nach rechts! So, schon dabei. Ja, machen wir mal Bumm. Ja, so ist das schön. Ich
glaube, es ist ganz gut, dass ich diese Einstellung und nicht die schwere gestellt habe. Bei Let's Plays sind wir noch ein bisschen konzentrierter hier mit Reden und Scheiße bauen. Moment. So geht es ja aber nicht. Moment. 1800 dpi. Ja, klingt doch schon besser. 2000 dpi. Ja, 5. Jeha, kabang. Okay, Bewegung. Oh, hier soll ich folgen. Der geht aber nicht zu. Ja, ich wollte mal auf der Straße stehen. Da könnte ich das machen. Ja, ich gehe wirklich Richtung Deckung. Lass mir nur Zeit. Hier ist der Muni. Feind ausgeschaltet. Cool. Feind ausgeschaltet. Bin ich dabei. Suerte, Freunde. Gas, los! Rechte Maus für den Rückwärtsgang. Interessant. Aus dem Weg, verdammt! Ja, ich halte noch linke Maus. Ja. Straßensperre. Das sehe ich. Nun gut. Wir verlieren ihn. Mason, Sie sind der Polizei entwischt. In der Schweinebucht lief der Angriff. Sie waren unterwegs zu Castros Anlage. Wir verlieren ihn. Nochmal, wir haben keine Wahl. Ja! Was soll das? Ja, das wüsste ich auch gerne. Da ist die Anlage. Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen. Das ist das Signal. Einklicken! Wir verlieren ihn. Er kann auch gar nicht daran liegen, dass wir ihn dauernd Stromstöße und sonst was hier belasten. Ja, und auf geht's. Ach, der hat ihn schon. Ach, das ist schon Nahkampf. Ups. geht die Tür auch auf? Perfekt, alles konzentriert sich auf den Flugplatz. Konvoi voraus, nicht angreifen. Ach, deswegen soll ich Nahkampf machen, damit es ruhig ist. Entschuldigung. Ja, so weit hinlegen wollte ich mir jetzt auch nicht. Ja, geht's denn weiter? Niedrig aufgelöste Texturen. Baumen, linke Flanke. Na los! Ja. Was muss ich jetzt wie, weshalb, warum angreifen? Ja, vergiss den Nahkampf hier. Ihn hat's erwischt. Hier lang! Wen hat's erwischt? Erledigt. Ah, den erledigt. Wir versuchen seit 3 Jahren, an ihn ranzukommen. Heute haben wir damit Erfolg. Er ist paranoid. Ja, anscheinend zu Recht. Oder? Ziel erledigt! Zusammenbleiben! Ja, irgendjemanden habe ich erledigt. Ja, das hätte ich doch gerne, das MG dazu. Ah, doch auf mal mich zu treffen. Das geht ja gar nicht klar. Ah, absurd. Du auch. Au! Ja, ich werde getroffen. Das merke ich euch selber. Was hast du für eine scheiß Pistole und nur 7 Schuss drin? Keine Beretta oder sowas. Scheiße, wach auf, Mason! Baumen, nimm das Dach! Wenn's Ärger gibt, dann schrei! Erledigt. Ah! Zu mir! Wir suchen den Raumer, bis wir Castro haben! Ja. So. Den Arm ist, töten wir mal ein bisschen. Wir müssen aber, glaube ich, hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, auf jeden Fall töten ist immer gut. Roger!
Was? Ah, ist zu laut. Was zum Teufel? Boom, was ist los? Die B-26er. Die bombardieren einfach alles hier. Durchhalten, keine 5 Minuten. Das Ziel sollte da vorn sein. Roger. Ja, sollte da sein, ist es aber nicht, garantiert. Auch wenn ich es nicht kenne, das Spiel. Ah, der noch auch down. Ach, da ist er. Zu wissen. Immer gut zu wissen, okay, wo seine Kollegen sind. Beeilung! Ja, dann mach halt! Tun wir's. Affirmativo! Ja, schön, Zeitlupe. Warum waren jetzt so verdammt lange Zeitlupe, ey? Die B-26er werfen gleich ihre Bomben ab. Das Ziel sollte da vorn sein. Roger. Es bewegt sich was in Position. Ja, ja, ich komme schon. Mason, hier drüben! Ja, Gesichts- oder Charakteranimation mal wieder von allererster Kajüte hier. Ah, Vorstoß. So. Ah. Dort. Die Kugel hatte lange gebraucht, bis sie abgeschossen wird. Warum tötet er jetzt noch die? Vergöttes Luder! Er nimmt sie als Geisel und sie schützt ihn auch noch? Castros Anhänger sind ihm alle fanatisch ergeben. Bowman, das Ziel ist ausgeschaltet. Schlechte Nachrichten von Carlos. Sie halten kaum durch. Die halbe kubanische Armee ist da unten. Und die B-26er treffen nicht. Ich gehe zum Hauptgang. Okay. Ah, nur weil ihr nichts könnt hier, ihr Versager. Da muss ich mal wieder ran. Bowman, nach rechts. Was kostet er gerade? Ja, das klingt doch geil. So, ein bisschen mehr Munition haben wir auch noch. Falsches Ziel! Oh, das ist unser Tipp. Alle ganzen Geballere verstehe ich mein eigenes Wort nicht. Weiter vorrücken! Ah. Wir müssen hier weg, bevor die verdammten Flugzeuge Kleinholz aus uns machen. Machen sie doch schon hier. Ja, fast fühle ich mich als nichts anderes als Kleinholz. Oh! Nieder mit euch! Ah! Nieder mit den Kubanern hier! Wir sitzen hier fest! Ah, was? Guck mal, ich hab noch RPG! Sind zu viele. Schalte dieses Kaliber 50 aus! Lieber 50? Ich sehe keins. Carlos, was ist los? Egal, holen wir mal den da runter. Carlos! Ja, wen soll ich denn jetzt genau abschießen? Ich hab's immer noch nicht ganz gerafft. Sie kommen über die östliche Mauer. Ich lass dich vor, ich nämlich die Huren. Meine Männer decken eure Flucht. Ah, irgendwie so schon. Hopf raus! BTR! Oh, 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 jetzt hat man, glaube ich, die Panzerfaust gebraucht. Haben wir noch irgendwo was? Panzerfaust ähnliches, das ist unser Tipp. Los, Beeilung, meine Freunde! Gott schütze dich, Carlos! Hier lang, in die Zuckerrohrfelder. Ja, was haben sie jetzt damit gemacht? Sag das Tor, los! Einfach mal erschossen hier noch mit normalen Waffen. Cool, cool. Auf in die Felder. Mal nachladen. Frag ich auch, ob dieses verdammte Teil noch 40 Schuss hat. Hoffentlich hat Carlos die Evakuierung im Griff. Er lässt leider uns nicht im Stich. Leider kein Extended Magazin. Die Rebellen kriegen den Arsch versohlt. Wir gehen besser runter. Einklicken. Ja, schon wieder Einseilen, ja. Los! Wie oft denn noch? Ja, genau. So schnell renne ich auch immer. Gut, es hat keinen Zweck. Ihr müsst hier verschwinden. Ist unsere Mitfahrgelegenheit da? Das Flugzeug ist bereit. Aber wenn wir abheben, verfesten sie uns. Eins nach dem anderen, Bruder. Los geht's! Bewegung! Boah. Ja, ich komm dann auch irgendwann mal. Wie schnell rennen die denn? Unglaublich. Ah!
Aber er ist ziemlich stabil gebaut hier. Panzerfaust mitten in die Fresse. Und, ja. Ich sag gleich ein Achievement dafür, dass ich es verpasse. So, drin sind wir. Gib uns Deckung, Mason!